Ford bringt einen legendären Namen wieder zurück, den Bronco. Während der normale Bronco aber eher ein Offroad-Tier werden soll, wird es auch eine Sportvariante geben und die ist mehr SUV als Geländewagen. Als Plattform dient dem Bronco-Sport der Escape, der in Europa unter dem Namen Ford Kuga bekannt ist. Aber der Bronco wird etwas robuster daherkommen. Zum einen wird es ihn nur mit Allrad geben und zum anderen lehnt sich die Optik an den Gelände-Bronco an. Der Bronco Sport wird zum Marktstart in 5 Versionen angeboten. Bereits in der Basis gibt es unter anderem Allrad, 17 Zoll Felgen und das Sync 3 Infotainment-System von Ford. Top-Ausstattung ist die Badlands-Linie. Sie verfügt neben den Basisumfängen auch noch über ein Offroad-Paket, Offroad-Reifen und einen Unterfahrschutz. Wer will, kann aber auch auf Komfort und Luxus setzen. Neben Leder und Ziernähten gibt es dann auch eine Bang & Olufsen Musikanlage mit 10 Lautsprechern. Der Sport ist zwar für die Straße gebaut, kann aber auch Gelände. Wer will, kann den Bronco-Sport sogar mit Differentialsperre bekommen. Unter der Haube bieten die Amerikaner 2 Motorisierungen. Als Basismotor dient ein 1,5 Liter Dreizylinder mit 184 PS und 258 Newtonmeter Drehmoment. Der Motor wird über eine 8-Gang-Automatik übersetzt. Optional, also gegen Aufpreis, steht außerdem noch ein 2 Liter Vierzylinder mit 248 PS und 373 Newtonmeter Drehmoment zur Auswahl. Auch hier kommt eine 8-Gang-Automatik zum Einsatz. In den USA ist der Bronco Sport ab 28.155 US-Dollar verfügbar. Interessenten müssen aber wohl über einen Import nachdenken, denn bislang überlegt Ford noch, ob der Bronco Sport überhaupt jemals nach Europa kommen wird.